in der Klinik am Südring. Assistenzärztin Miriam Dietz beantwortet gerade Patientenfragen, als der alleinerziehende Ralf die verletzte Lehrerin seiner Söhne Moritz und Noah in die Notaufnahme bringt. Wie es zu ihrem blauen Auge kam, weiß die benommene 40-Jährige nur noch vage. Ist es Ihre Frau? Nein, das ist die Mathelehrerin von meinen beiden Jungs. Mhm. Und zwar, es war so, ich wollte meine beiden Jungs ja abholen. Und dann habe ich sie draußen dann liegen gesehen, dann auch vor der Schule. Frau Schrunz, gucken Sie mich einmal an. Was ist passiert? Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Ich stand am Auto und auf einmal hab ich was wie einen Stein ins Gesicht, ins Auge bekommen. Okay, also Sie wurden von... Ich weiß auch nicht, von wo das kam. Haben Sie das gesehen? Nein, das nicht, aber ich habe, als ich sie dann hochgehoben hatte, dann habe ich direkt am Rand, das war ein richtig ganz, ganz eisiger Ball war das. Okay. Das war kein Schneeball mehr, dann es war richtig Eis war das. Okay. Ganz Kristalleis war das. Okay, und Sie glauben, dass es lag dann direkt daneben, denn es muss irgendwie was damit zu tun haben, bestimmt. Irgendwie so in der Richtung. Wenn man mit einem Schneeball, der aus Eis besteht, abgeworfen wird, ist das ungefähr so, wie wenn man einen Stein ins Gesicht bekommt. Das heißt, das Verletzungsrisiko ist natürlich immens hoch. Es können knöcherne Frakturen entstehen, genauso wie auch Weichteilfrakturen, also Weichteilschäden. Das heißt, das Auge kann auch an sich geschädigt werden und im schlimmsten Fall kann man dann auch sein Augenlicht verlieren. Frau Schrunz, ist es so, das muss ich jetzt einmal einen Augenarzt angucken. Das kann ich, also ich sehe jetzt zumindest im Glaskörper von so nichts, aber ich möchte, dass sich das ein Fachkollege einmal anguckt. Deswegen würde ich Sie gleich einmal konsiliarisch zu unseren Augenärzten schicken. Und ich würde Sie auf dem Weg, das spreche ich mit den Kollegen aber noch ab, im CT vorbeischicken, damit wir gucken, ob die knöcherne Begrenzung des Auges verletzt wurde. Ne? Das kann auch schon immer mal passieren, dass so der untere Boden, der Orbiter kaputt geht bei sowas. Das müssen wir uns einmal angucken. Von außen fühle ich jetzt keine knöchernen Verletzungen. Ja, ich weiß, das ist schmerzhaft. Deswegen würden wir da einmal ein Bild von machen. Sind Sie schwanger? Sicher? Okay, das müssen haben wir Sie irgendwie. Haben Sie irgendwie gesehen, dass jemand weggelaufen ist, als der Ball irgendwie gegen das Auge kam oder so? Gar nichts. Die schweigsamen Söhne von Ralf hingegen wissen etwas Entscheidendes über den heimtückischen Schneeballwurf. Der 14-jährige Moritz verbirgt zudem noch etwas anderes. Um welche Geheimnisse es sich genau handelt, soll sich allerdings erst gleich zeigen. Sie können dann einmal im Wartebereich Platz nehmen, wenn Sie möchten. Bis wenn Sie noch warten möchten. Ansonsten dürfen Sie natürlich auch nach Hause gehen. Nächster, okay. Nein. Okay. Es gibt wichtigere Sachen. Alles okay. Vorsicht. Alles okay? Hast du dir wehgetan? Was stimmt mit ihm nicht? Ich hab Moritz, hast du dir wehgetan? Nee, es ist alles. Aber du fasst ja auch die ganze Zeit hier so hin, ne? Hast du Schmerzen? Nee, das ist alles okay. Moritz, hast du Schmerzen? Ja, ich bin vorher vielleicht ausgerutscht. Darf ich mal schauen, Moritz? Soll ich mir das einmal angucken vielleicht? Ja, meine Güte. Okay. Beim Verlassen des Schockraums ist Moritz gegen den Türrahmen gelaufen und blieb dann doch sehr schmerzgeplagt stehen, machte ein schmerzverzerrtes Gesicht. Ich habe ihn dann auch darauf angesprochen, weil es nicht so ganz zu dem passte, dass er sich nur ein bisschen gestoßen hatte. Und wir stellten dann ja auch fest, dass er wirklich eine schwerwiegendere Verletzung hatte. Es tut weh? Es tut weh, ja. Ich bin vorsichtig, ja. Sag mal, wie kann denn sowas eigentlich dann nur passieren? Bist du irgendwie hingefallen oder bist du ausgerutscht? Ja, ich bin ausgerutscht. Erzähl mir das mal. Wie kann das sein? Du bist nur auf die Seite gefallen. Ich bin nur auf die Seite, ja. Setz dich einmal ausgerutscht, wo wir weggerannt sind. Okay. Wovor seid ihr denn weggerannt? Ja, aber eigentlich habe ich das auch gar nicht so richtig gesehen. Ja, Wovor wolltet ihr denn wegrennen? Ja, wir haben. Wovor? Diesen Typen gesehen da. Was für einen Typen? Er hat die Frau Strunz mit diesem Eisball da abgeworfen. Ah, ihr habt gesehen, wer das war. Ja, okay. Ja. Ich kenne ihn nicht. Was für ein Typen? Ist das einer von der Schule? Ist das ein Schüler von euch? Oder ist das einer aus der Oberstufe? Oder? Das ist einer aus der Oberstufe, ja. Moritz, genau. Wie heißt der? Wisst ihr den Namen? Ich kenne seinen Namen. Auch vom nicht. Sehen her. Weil solche Leute, Moritz, muss man zur Rechenschaft ziehen. Hast du Angst vor dem vielleicht? Ja, wir haben ihn gesehen und dann hat er uns gesehen und dann sind wir schnell weggerannt, weil wir Angst hatten, dass er uns als nächstes verprügelt. Okay. Aber jetzt, ehrlich... Er ist doch gleich dann zu mir dann gekommen, anstatt dann wegzulaufen oder irgendwas, ne? Oder zum Lehrer. Ihr hättet auch direkt dann schon zum Lehrer hingehen können. Außerdem muss man sowas melden, Moritz.
Die Geschichte, die die beiden Jungs erzählt haben, dass sie wohl den Werfer des Schneeballs gesehen hatten und dann wegrennen mussten, weil sie Angst hatten, dass er sie sieht und dass sie dann irgendwie Probleme mit dem Jungen bekommen würden, war schon etwas kurios. Allerdings hat die Verletzung von Moritz schon zu einem Sturz auch gepasst. Also das war jetzt nichts, wo ich mir denken würde, das wäre vollkommen abwegig. Auch der Versuch, seinen kleinen Bruder davon abzuhalten, überhaupt von der gemeinsamen Flucht zu erzählen, lässt Miriam Dietz an Moritz' Geschichte zweifeln. Doch zunächst will die Ärztin per Ultraschall ausschließen, dass der 14-Jährige sich beim Sturz innere Verletzungen zugezogen hat. Also man sieht keine freie Flüssigkeit. Das heißt, dass es nirgendwo blutet, dass nichts irgendwie kaputt gegangen ist. Die Niere auf der Seite sieht auch vollkommen in Ordnung aus. Da sehen Sie die Leber, die sieht auch vollkommen aus. Die Leber hat auch nichts abgekriegt. Nee, ist ja aber auch die andere Seite. Keine inneren Verletzungen. Man sieht jetzt nichts. Gut. Da sieht man noch mal die anderen Nieren. Jetzt geh noch mal in dich. Geh bitte noch mal in dich und überlege, wer das vielleicht sein könnte. Frau Strunz ist aber so eine total strenge Lehrerin. Da passen total viele Leute. Ich kenne, glaube ich, niemanden, der Frau Strunz mag. Und sie mag mich auch nicht. Und viele Leute. Das ist doch eine nette Lehrerin, die Frau Strunz. Und sie bringt euch doch viel bei. Die ist doch schon immer nett. Sie ist keine nette Lehrerin. Sie tut nur so. Hast du noch Blitze auf dem Bauch oder alles? Gut, so ein bisschen streng. Kannst du es, glaube ich, besser fühlen. Nee, aber das ist ja kein Grund, dass sie da so einen Ball abbekommt. Ne? Das sollte man schon irgendwie aufklären, ne? Wo das herkommen kann. Auf jeden Fall, ne? Weil das muss man ja melden. Ne? Auch wenn die Lehrerin streng ist. Ne? Richtig, das muss mir alles. Wir müssen jetzt auch erstmal gucken, es kann schwerwiegende Verletzungen auch geben im Auge. Die ganzen Knochen, die da sind. Es kann natürlich bei sowas auch immer passieren, dass man Einschränkungen bei der Sicht hat oder dass man auf einem Auge blind wird. Das ist schon nicht ohne, wenn man sowas macht. Ne? Muss man immer bedenken, dass die Leute wirklich schwer verletzt werden können. Deshalb wäre das schon wichtig, wenn ihr irgendwie wisst, ne, wie die Person aussieht oder so. Ne, wenn ihr eine Vorstellung habt, dass ihr das sagt. Ne? Moritz, jetzt geh noch mal in dich und sag und überleg jetzt noch mal ganz, ganz genau. Moritz, erstmal, in deinem Bauch sieht alles gut aus. Das ist wirklich nur oberflächlich von dem Sturz, dieses Hämatom. Ja? Das wird jetzt noch länger wehtun. Bis das dann abheilt, hast dich bestimmt schon ein paar Mal gestoßen und bist hingefallen. Es dauert immer ein bisschen länger, bis das weg ist. Ne? Innen sieht man jetzt nichts. Falls es doch schlimmer werden sollte, die Schmerzen schlimmer werden sollten oder irgendwas komisch ist, sollten Sie mit ihm aber noch mal zum Kinderarzt gehen oder noch mal hier vorstellen. Vater Ralf will unbedingt in der Klinik warten, bis Kerstins Untersuchungsergebnisse vorliegen. Doch das geht besonders seinem älteren Sohn gegen den Strich. Warum Moritz die Lehrerin nicht nur aus schulischen Gründen ablehnt, wird dem 42-Jährigen erst kurz darauf klar. Frau Strunz, es ist so, dass ich gerade mit den Kollegen auch noch telefoniert habe. Im CT sieht man keine knöchernen Verletzungen, das heißt, es ist kein Knochen verletzt, das ist schon mal sehr gut. Und außerdem meinten die Kollegen auch, das werden die Ihnen wahrscheinlich auch gesagt haben, dass das Auge nicht verletzt wurde. Also sie haben halt diese sehr massive Schwellung natürlich, diese Einblutung. Das wird von alleine wieder weggehen. Und dann können sie auch wieder normal gucken. Das kommt jetzt vor allem durch die Schwellung, weil das aufs Auge drückt. Aber ja, weil ich auch grau sehe. Ja, aber die Kollegen meinten, da müssen sich keine Sorgen machen. Mhm. Die haben das ja auch noch mal gespült. Und das wird auch wiederkommen, wenn es abschwillt. Mhm. Okay. Ne? Und dann können sie auch wieder alles sehen. Das wird jetzt leider ein bisschen unschön aussehen, ein paar Tage. Dann wird das erstmal schön gelb und wechselt die Farbe. Aber dann geht das von alleine wieder weg, ja? Okay. Danke. Vielen, vielen Dank. Ey! Das ist doch nicht wahr! Hey! Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Moritz! Was ist er denn? Moritz! Wir hatten dann ja plötzlich eine sehr kuriose Situation im Schockraum. Und zwar war Herr Olpe dann doch sehr zugetan der Lehrerin der beiden Jungs. Schon über das normale Maß von sogar Freundschaft hinaus, meiner Meinung nach. Und Moritz reagierte dann auch sehr wütend auf die Situation und verließ auch fluchtartig aufbrausend den Schockraum. Das war alles schon sehr kurios und für uns dann natürlich auch sehr interventionsbedürftig, weil wir das Ganze natürlich dann erstmal ein bisschen runterfahren mussten. Geht's dir noch gut? Wo ist denn jetzt das Problem? Ich kann doch nicht die ganzen vor meinen Klassenkameraden stehen und sagen, yo, hier, meine Mathelehrerin ist meine Mutter und die ist und alle Schülerinnen mögen die. Das ist total, das ist unglaublich. Können wir das vielleicht Okay. unter uns klären und nicht hier vor allen Leuten.
Die Mutter der Brüder hat Ralf vor 4 Jahren verlassen und lebt seitdem mit ihrem neuen Partner im Ausland. Dass sein Vater sich jetzt ausgerechnet zu der verhassten Mathelehrerin hingezogen fühlt, ist für den 14-Jährigen unerträglich. Können wir das jetzt vielleicht mal in einem ruhigen Ton klären, was hier das Problem ist? Warum bist du so wütend, Moritz? Einen ruhigen Ton klären? Ich habe die beiden letztens mal erwischt. Sofort 2, 3 Wochen, ja, habe ich die zusammen auf dem Lehrerparkplatz gesehen. Da haben sie sich geküsst. Und jetzt tun sie so, als würden sie sich gar nicht kennen. Ich finde, der Vater hätte das mit seiner jetzigen Beziehung etwas offener halten sollen gegenüber seinem Sohn. Er hätte es nicht von vornherein verheimlichen dürfen. Entweder hätte er sich sowas wie dieses Knutschen auf dem Parkplatz nicht erlauben dürfen, weil man muss immer damit rechnen, das ist ein öffentliches Gelände und da kann man einfach von irgendjemandem gesehen werden. Oder er muss einfach mit offenen Karten zu seinem Sohn spielen und sagen, hör mal, pass mal auf, ich habe deine Lehrerin kennengelernt, wir wollen uns treffen und ich finde es halt ganz nett, dass er von vornherein schon, sag ich mal, mit ihm über alles reden kann. Wenn ihr zwei zusammen seid, stellt euch vor, was machen kleine Klassenkameraden mit mir? Was ist mit mir? Keine Sorge, ich habe mir schon eine neue Stelle gesucht. Richtig. Und ich werde in 4 Wochen da anfangen. Und dann so lange halten, sagen wir das niemandem. Und dann wird es auch keiner erfahren. Ja? Ganz genau. Und, aber warum bist du jetzt dann trotzdem da noch so, Moritz? Ich kann einfach nicht damit leben, dass ihr zwei zusammen seid. Das ist so schlimm. Eine der schlimmsten Lehrerinnen der Schule ist mit meinem Vater zusammen. Ich bin aber privat ganz anders. Ich muss euch doch was beibringen auf dich. Richtig. Ne? Sie ist doch auch nur... Und muss ein bisschen streng sein. Müssen Sie streng? Nein. Es gibt Lehrer, die sind nett. Nein, Moritz. Sie ist doch dann sowieso auch auf einer anderen Schule und dann ist ja alles wieder in Ordnung. Alles also wieder in Ordnung? Ja. Nein. Junge, wir haben uns halt einfach kennengelernt, ineinander verliebt und jetzt ist es raus. Du richtig. Kannst mich ja erstmal kennenlernen. Okay? Sie wird... Du brauchst auch gar nicht Mama zu sagen. Sie, nein, sie wird Mama nicht ersetzen können. Sie wird das nicht. Moritz, kann es sein, dass du vielleicht was zu sagen hast? Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass du doch ein bisschen sehr vehement dagegen bist. Und vielleicht die Frau Strunz nicht so sehr magst. Ich mag die Frau Strunz auch nicht sehr, sehr. Aber wie war das mit dem Schneeball? Ich habe da ein bisschen eine Vermutung. Das kommt mir auch so langsam so vor, ne? Als wenn du was zu verbergen hättest. Was? Hast du mich beworfen? Moritz, jetzt sag bitte, bitte sag's jetzt. Ja. Hast du den... Ich hab den Schneeball geworfen. Hast du wirklich den Schneeball geworfen? Ja, ich wollte sie aber nicht damit verletzen. Ich fand es einfach nur unglaublich schrecklich zu sehen, dass ihr zusammen seid. Ja, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht einen Eisball auf Frau Strunz werfen. Ja, Moritz, das war nicht so eine gute Idee, ne? Ja. Egal, was zwischen deinem Vater und deiner Lehrerin ist, hättest du deinen Vater vielleicht mal drauf ansprechen sollen, anstatt die Gefahr einzugehen, jemanden zu verletzen. Ne? Ich hoffe, das war dir eine Lehre. Ich meine, Schmerzen hast du ja jetzt auch davon. Vielleicht hast du was daraus gelernt. Man kann nur vom Glück reden, dass nichts Schlimmeres passiert ist, ne? Das hätte schon deutlich schlimmer ausgehen können. Ich kann dich auch ein Stück weit verstehen. Ich meine, es ist für ihn auch nicht einfach, ne, in dem Alter. Wie ist das dann mit dem Hämatom, mit dem blauen Fleck da zustande gekommen? Ja, als wir Frau Strunz dann abgeworfen haben, dann sind wir weggelaufen. Weil wir haben Panik bekommen, als sie hingefallen ist. Okay. Da bin ich ausgerutscht. Okay. Und dann hast du dir das Hämatom dann zugezogen? Ja. Und du warst dabei, Noah? Ja. Ja. Du musst nicht einen Blödsinn mitmachen, den dein Bruder macht. Ich weiß. Ja. Ja gut, ich glaube, da kann der Papa noch mal in Ruhe mit euch drüber diskutieren. Das überlassen wir dann Ihnen. Ja. Und Sie sind entlassen. Und seien Sie nicht zu böse auf die Jungs. Das ist auch nicht einfach, ne? Ich verstehe das ja auch. Ja. Kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ja. Kerstin hat die Entschuldigung des Schülers angenommen und ist erleichtert, dass die Augenverletzung ohne weitere Folgen für ihr Sehvermögen verheilte. Vater Ralf und Kerstin sind jetzt offiziell ein Paar. Seit die verständnisvolle Lehrerin Moritz und Noah nicht mehr unterrichtet, sondern nur noch privat sieht, haben die Brüder sie mittlerweile sogar richtig ins Herz geschlossen.